sieht nach einer Party aus, wo ich sofort hingehen würde. We need to find Nathan and take him down. Ganz ehrlich, draußen am Himmel sind zwei Monde und die feiern hier drin. Hat da keiner von denen mitbekommen oder sind die einfach nur alle strunzdumm und sagen, jo, das ist normal, einmal im Jahr passiert das, dass zwei Monde am Himmel sind. Also ich würde hier nicht dann weiter feiern, ich würde mir mehr Gedanken machen und vielleicht 24/7 die Nachrichten checken, ob neue Erkenntnisse durchgesickert sind. Oh, zwei Monde am Himmel, hey, Party, Party, wir feiern hier. Everybody wants to party while Nathan gets away with murder. Natürlich kann man nichts dagegen machen, ne? Aber nur ein paar Informationen vielleicht mal schnappen, aber doch. Ne? Warum? Ach, irgendwie mögen wir uns ja irgendwie nicht so. Was? Is she mad Warren asked me out? Warum? Hello, Brooke. Max, I didn't expect to see you at a Vortex Club party. I didn't expect that either, but I really need to find Nathan. Have you? No, I haven't seen him. And I'm not looking for him, so I most likely won't tonight. I just hate that scrub and his club. Ja, das wäre meine Frage auch gewesen. Wenn du den Club ja so hast, warum bist du denn hier? So, why are you here tonight? No homework? Boredom? Waiting? Hä? Have you seen Warren tonight? Why? You're the one going out with him. Brock, enough. I'm sorry Warren asked me to the movies, but you don't need to give me an attitude. I'd like to think I'm your friend. I know. I get salty when things don't go my way. I'm selfish while you go on a roof to help save your friend. You're not selfish, Brooke. You're just trying to live your life without all this bullshit. Like all of us here. You seem so wise and kind of invincible this week. I think that snow and eclipse gave you superpowers. Check to see if you can fly. Ja, ist eine gute Frage. So, doppelter Mond? Hm, schon mal was von gehört? Also, ich halte sie ja für noch irgendwie einer der helleren Kerzen hier auf dieser Party. Vielleicht. Hm, ich meine ja nur. Only with your drone. By the way, did you see that crazy double moon out there earlier? Max, if I saw a double moon out there, I would assume it really was the end of the world. Well, the night is still young, Brooke. And so are we, Max. So let's plan a drone date next week. Möchtest du vielleicht mal kurz nach draußen gehen und gucken? Ich meine nur. Let's make detailed plans later. Ja, ja, okay. Die Musik ist gerade so laut. Ich muss lauter reden. Oh Gott. In welche Richtung entwickelt sich gerade das Spiel? Warum hast du so einen langen Hals? Warum guckst du gerade? Warum guckst du so creepy? Geh was zu trinken hier? Energy drinks. Soda, energy drinks. I know somebody has the blues. Weil ich mich ein bisschen... Die Ausrede war auch gut gewesen. Ich mag den Club überhaupt nicht, ich hatte Langeweile. War ja gut. Ich meine nur, wenn ich jetzt Langeweile habe, wieso ist denn die Musik hier noch? Ich kann mich nicht hier unterhalten. Ich war aufs Klo. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie Langeweile habe, gehe ich auch nicht auf eine NPD-Veranstaltung, weil ich sage, ja, ich bin jetzt hier, weil ich Langeweile hatte. Ja, ich mag das eigentlich nicht, aber ich wusste nicht, was ich machen sollte. Da gibt's Alternativen. Ne? Also. There's Courtney drinking alone, without Taylor or Victoria. I wonder why. Mensch, ist das leise hier drin. Man hört zu viel. Mach mal die Mucke leiser. Das ist genau meine Musik, wo ich auch sofort abtanzen würde. Ist die Musik gut? Kann ich hier ein bisschen schwimmen gehen? Dürfen die überhaupt hier schwimmen ohne Bademeister? Ist das überhaupt legal? Na, dann küsst uns einfach Kopf. Alter. Das ist ganz schön leise hier drin. Ja, wird wirklich lauter, wenn man in die Nähe von so einer Box kommt. Das ist echt gut gemacht. Entschuldigung, falls ich ein bisschen gerade schreie, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihr mich nicht hören könnt.
Ich meine nur... Luke! I feel like I'm in some kind of dream nightmare. Ja, wo ist dein Vater? School days. Luke! I almost didn't see you. Max, you're the only person I don't mind seeing right now. I was looking for Nathan. I've avoided almost everybody here tonight. Why are you looking for Nathan? I want to make sure he's not gonna do anything tonight. Like what happened to Kate. I have dreams that somebody finally kicks his ass one day. Luke, sometimes dreams come true. Today I saw Warren give Nathan an epic headbutt. Yes, give it up for brother Warren. Now all we have to do is drive all these goddamn Prescott vampires out of town. Warum sind die denn alle auf dem Club? Der Club ist doch von den Prescotts. Warum gehen die denn überhaupt dahin, wenn sie die alle nicht leiden können? That'll be hard to do when the Prescotts own the town and the Vortex Club. I call it the Vortex Cult. Look at this crap. Dress code? VIP section? Elitist bullshit. Preach it, Brother Luke. Okay, I have to get going. Thanks for seeing me. No, thank you. But for helping Kate. And for keeping it real. Peace out. Hey, ich mag... No one seems to know where Nathan is. Is he hiding or something? Ich mag den Club überhaupt nicht. Warum bist du denn hier? Ja, ich hatte Langeweile und ich bin hier. Ja, ich mag den auch nicht, aber ich bin trotzdem hier. Ja. Mhm. Danke. Gut, wir sind auch hier, aber wir sind aus einem anderen Grund hier. Wir sind hier, weil wir Chloe hinterher rennen und Chloe nicht davon abhalten können, dass das eine doofe Idee ist. Chloe, das ist eine doofe Idee. I'm still trying to lay low here, Max. Ich auch nicht. Können wir hier so ein Knicklicht haben? Ach du Scheiße. Hey, warte mal ganz kurz. Alicia? Warte mal. Wie weit muss ich denn zurückspulen? Alyssa, incoming! I'm on it. Whoa! Of course, my object angel is stepped up every single time to protect me from the cruel world. Thank you again, Mystic Max. Oh, hey. So, wir brauchen. Bigfoot on Otter Action. Nun. Oh, es wird schön leise. Alter. Wir brauchen ein Gitter und wir brauchen ein Skateboard mit Skelett. Okay. Chloe und ich gaben die Koordinaten ein und machten uns auf den Weg. Wir waren still, aber aufgeregt. Schwer zu erklären, das Gefühl. Selbst nach all den schrecklichen Ereignissen dachte ich, Chloe und ich seien Teile eines größeren Mysteriums zurzeit. Raum und all unsere Schicksalen. Ich war nie gläubig, jedenfalls nicht wie Kate Marsh, aber nach dieser Woche konnte ich unmöglich glauben, dass wir auf den Weltuntergang zusteuern. Aber ich war nicht auf die Dunkelkammer vorbereitet. Die Koordinaten führten uns zu einer alten, verlassenen Farm der Prescott-Familie. Und er hätte mich nicht überraschen sollen, dass wir einen Sicherheitsbunker fanden, voller Souvenirs der Prescotts und Schlimmerem. Wenn es ein Zentrum des Bösen gab, war es hier. Schränke mit roten und mit Namen versehenen Ordnern bestätigen unsere schlimmsten Albträume. Woher hätten wir wissen sollen, dass die Amateurdetektive diese Hölle finden würden? Als ich den Ordner mit Victoria sah, begann mein Herz zu rasen. Ich wusste, etwas Furchtbares stand bevor. Ich will nicht an die Fotos denken, auf denen dieses Arschloch Nathan Prescott mit dem bewusstlosen Kate Marsh posierte. Sie wusste die Wahrheit, auch wenn sie sich nicht an Details erinnern konnte. Und Rachel Amber, behutsam in Szene gesetzte Fotografin, auf denen sie unsere Drogen... Was? Moment. Auf denen sie unter Drogen stand und an Nathan hing, als seien sie ein krankes Gosspärchen. Ich ertrug den Ausdruck auf Chloes Gesicht nicht, als sie die Bilder ihrer misshandelten Engel sah. Mir war schlecht. Alle Hoffnungen, die ich gemacht hatte, löste sich in Luft auf. Und dann sahen wir genau, wo Nathan Rachel hingebracht hatte. Auf den Schrottplatz.
Wir haben Rachel immer gefunden. Tot und begraben. Es tut mir leid, Rachel. Es tut mir leid, Chloe. Es tut mir leid, Kate. Es tut mir leid, William. Fuck you, Acadia Bay. Die Schulzeit sollte die beste Zeit deines Lebens sein, sagten meine Eltern und andere Experten immer wieder. Was wissen die schon? Erzählt das Rachel oder Kate? Ich habe Chloe noch nie so entschlossen gesehen. Sie hatte die Waffe griffbereit, also muss ich Nathan finden, bevor Chloe ihn umbringt. Wenn das passiert, wird zurückgespult. Wer wird zurückspulen? Schwierig. Aber wir nähern uns dem Ende des Albtraums, also muss ich diese Bilder von Kate Marsh und Rachel Amber, die sich in meinem Gedächtnis eingebrannt haben, ausblenden. Ein finales Geheimnis gilt noch zu entdecken und nichts wird uns aufhalten. Nicht mal ein verdammter Tornado. Chloe und ich kamen in Blackwell an und gingen zur Weltuntergangsparty. Welche Ironie. Wir mussten den armen Warren so schnell loswerden, der in seinem Ruhm als Alpha baden und mit uns rumhängen wollte. Ich kann nicht noch einen Freund in Gefahr bringen. So bizarr, all diese Schüler in Kostümen oder teuren Klamotten zu sehen, redend, lachend, rauchend und trinkend, als sei kein Serienmörder auf der gleichen Party unterwegs. Oder als schwebe die Stadt nicht in Öko-Gefahr. Öko-Gefahr hört sich auch so harmlos an. Oder zwei Monde am Himmel, schneit, Sonnenfinsternis. Oh Gott, ja, ich hab jemand vermisst. Mensch. Ganz schön leise hier. Und sonst so? Look at Alyssa shake that booty. I'm surprised to see you here. Ja, frag mich mal. Ich bin auch ganz schön überrascht. I'm so glad I could warn you about all those sneak attacks. You kinda are a superhero. You always choose to help me. It reminds me of the only poem I can quote by Robert Frost. I could use one moment of poetry right now. Okay, but this is like poet karaoke, so don't cringe. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. That was beautiful, Alyssa. It was exactly what I needed to hear. Thanks for not cringing. And thanks for watching my back. Blackwell would be so much cooler if we all did that for everybody else. But you're a great start, Matt. Yes, I'm back. You scared me for a sec. I was ready to duck. Didn't think you'd come back. Ja, natürlich. Also, weil ich noch erzählen wollte. Look at this. I'm at my first and only Vortex Club party. I know. This week was so shitty that I just wanted to be around a bunch of people trying to have a good time. Even if I hate most of them. Victoria doesn't seem to hassle you like she does me. Or Kate. She must know I'd punch her in the face. I probably should, just for Vortex Club posterity. I'm surprised to see anybody here, considering that Kate just killed herself in front of everybody. I know. I only came because Warren was coming, and I needed something else to vent about. This party is such a tribute to Kate's spirit. Kate deserves revenge. We have to make sure this doesn't happen to anybody else at Blackwell. I can tell you know some serious shit by your face. You don't have to tell me now, but please let me know if I can help, like you helped me. Alyssa, I have to find Nathan. Have you seen him? I really don't know, but surely in the VIP section, like it's a New York club. Thanks, Alyssa. Watch out for yourself. Why, when I have Max Caulfield at my side? Good luck. Na toll. Alle mögen den Club nicht und alle sind hier. Gut. Achso, das ist der Stuhl von dem Haus, von dem Bademeister. Ich wollte gerade sagen, warum ist der Stuhl so groß? Das ist der VIP-Only-Bereich. Ich wollte
halt mal. Sorry, your name is on the list. Trust me, dude. You're not missing anything. Sorry, write it down. And she must I'm so not impressed by this VIP crap. Wir müssen trotzdem gucken, ob wir da reinkommen. Yes, you do suck. Wir brauchen ein Skateboard noch. Man gibt's immer ein Skateboard. Nimm mal die Knicklichter mit hier unten. Warum ist da so ein komisches Gesicht, weil es so komisch im Grinsen ist? Oh. Knicklichter! What would a shitty party be without glow sticks? Nimm Knicklichter mit. Nimm ein bisschen freie Knicklichter. Komm, Knicklichter! Why isn't Courtney guarding the list for the VIP section? Excuse me, but I'm going in. Sorry, but this is the VIP section. Members only. Okay? Sorry, but I'm on the list. Okay? I know that Max Caulfield is not on any list for the Vortex Club. Nice try. Listen! No, you listen. Courtney is supposed to be the VIP gatekeeper, not me. So please go. Need to find a way to enter this bullshit club. Ich hab doch da letztens mal die Liste, die Nachträge hier aus, die habe ich doch manipuliert, habe die Leute rausgestrichen. Ob das er ist? Den ich rausgestrichen hatte, der Junge hier? So, ich will mal ganz kurz auf die andere Seite. Halt. Ah, the wit of the Vortex Club. Ich gehe mal kurz die andere Seite lang, also von dem Becken, ob man da irgendwie lang kommt. Na, habt ihr alle Spaß? Das ist ja toll. Mensch. An die mögen wir den Club nicht, aber wir gehen trotzdem hier hin. I could push this out of the way and officially crash the VIP section. Moment mal. Verdammt, hier die Tür aufmachen sollen, die da vorne war. Ich hab gedacht, vielleicht kommen wir durch die Tür durch und deswegen wollte ich jetzt mal hier lang gehen. Ich habe immer noch kein Skateboard gefunden. Da ist ein Skateboard. Hey Max, what are you doing in here? Was macht der denn hier? If I get sick now? I can drink more later. Moment mal eben. What was in that shit? Mein Foto. Das ist doch Graffiti. Warte. I'm not in the mood, but still, this could be an interesting shot. Jo, Winterschlaf, wir kommen gleich. Moment. So, mit euch kann ich nicht unterhalten, okay. Toilettenpapier. Apparently, Blackwell has a severe toilet paper fetish. Hey, Winterscheid. Justin's just a little buzzed. Leicht. Yo, maximum overdrive. About time you got here to save this lame rave. Wanna get ripped? You look pretty ripped already, Justin. And not happy. Why did you even come tonight? Where else could I go in Arcadia Bay on a Thursday night? Besides, Dana is here. Just not with me. So yes, this party sucks. Ach so, die Party ist doof. Lass da mal hingehen, komm, die Party ist bestimmt doof. You're obviously not cool with Trevor dating Dana. I tried to front like I was. When I saw them together, came over to cry like a little bitch. No, it's more like somebody who's in pain. I'm sorry, Justin, but you're a cool, considerate guy, and you're gonna find somebody just as cool, minus the drama. Max, I know I'm twisted, but your face looks so fucking intense, and your voice sounds different. You okay? How about a quick dab? No, I'm cool, Justin. And I have to get going. Maybe you should go chill somewhere else. Fucking A, Maximus. You're right. I'm only torturing myself here.
Plus, I'm too loaded. It's time to get my board and grind. No, seriously, I'm out of here. Oh, and everything isn't so fuzzy. Trink noch ein bisschen, dann wird's bestimmt besser. So. Wir brauchen immer noch ein Gitter und einen Mond. The tide is turning. Wir sind die einzige Toilette, die wir momentan haben. Ist das nicht die... Da ist doch die Toilette von... Moment. Nee, das ist doch von den Jungs, glaube ich, ne? I'd like to tear every one of these things down. Kann ich mir mal kurz vordringen? Danke. Chloe must be around. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie momentan so viel Zeit hat und Lust, da irgendwann hinzukritzeln. Na, hast du gefunden, was du suchst? Na, findet er momentan nicht. Ja, hat's gefunden. War ordentlich was getrunken, der Junge. Alter Falter. Mal gucken, wie lange der muss. Ja. Okay. Ja, life is strange. Der muss aber ganz schön... Alter Falter, der Blase. Leck mich am Zuckerli. Okay, wir kommen gleich mal vorbei. Hallo, wir wollen mal ganz kurz... Ah, er mag die Schüssel. Good night, sweet prince. Er betet zu Gott. Somebody's either having sex or throwing up. Or both. Oh Gott. Ugh, Max. Meinst du? Kann man reingucken? Oh. Nun, eine Sache können wir auf jeden Fall schon mal, ja, ne. Gross. How did this even get here? Indem jemand der drüber geworfen hatte von der anderen Seite. Und vielleicht gerade am Kotzen, naja. Egal, lass mal das. Der macht ja hinterher wieder sauber, ist eklig, ey. So, Kollege. Alter, der ist immer, Alter. Wir kommen in 10 Minuten nochmal vorbei. Hör mal auf. Und sonst so? Kann man die Duschen mal machen? Okay, wir gehen einfach mal. Oh, er steht immer noch hier rum. Können wir nach Hause gehen? Ich glaube, das war eine doofe Idee. Chloe. Die Musik ist scheiße. Chloe. Ups, Alter. Da weiß ich euer Problem, dass so gut die Musik aus ist. Hä, was ist dein Problem? Ich finde euch jetzt nicht in Ordnung, dass die Boxen mal reingefallen ist, die unter Strom steht, wenn die Leute alle im Schwimmbecken sind, aber auch in Ordnung. Wir sind ja jetzt an dem Ding vorbei, oder? Tada! Hoffentlich habe ich sie nicht so weit zurückgespult. Da kommen wir nicht mehr zurück. Oh, ein Vorhang. Ich will gerade überlegen. Wir haben hier ein Bild mit einem Gitter und ich schätze mal einen Mond dahinter. Kann man irgendwo ein Gitter sehen und einen Mond? Ich glaube, da hätte ich vielleicht den Mond sehen können, wenn ich da ist ein Gitter, oder? Mist, also wenn das jetzt halt gewesen ist, da oben. Ich komme nicht zurück. Ich habe nicht da oben rausgeguckt. Nein. Komm noch mal zurück. Shit.
Das ist nicht nach der Welt gewesen, oder? Okay, ich hab's verpasst. Ich kann ja nicht zurückspulen, weil durch das Zurückspulen. Naja. Kommen wir ja nicht wieder zurück, weil wir stehen ja. Was ist denn da los? Hallo? Das ist okay. Was? Nun, seid ihr da? Hallo? Ich muss auf euch aufpassen. Ja, meine, die Musik leiser machen hier. Diese Leute, die wollen schlafen. Nathan is the Vortex Club. So his ass has to be here tonight. Oh, that makes me want to pull a carry on the Vortex Club. Komm, wir setzen uns einfach mal hin und genießen ein bisschen die Musik. Oh, die Musik wird leiser. Kate dead. Rachel dead. Enter the Vortex Club. Look at these entitled assholes. They don't give a shit about anybody. If that tornado came right now, I would just sit here and watch for a while. But I have to make sure Chloe doesn't go on her own rampage. I hate feeling this way. It's dark and angry. Können wir nicht die ganze Zeit hier sitzen bleiben? Können wir den Stuhl nicht mitnehmen und wir rutschen auf dem Stuhl hin und her? Weil sobald wir hier sitzen, ist die Musik leiser. Gefällt mir. Hey DJ. Okay. Ja, können wir nicht lange rumsitzen. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen Nathan finden. Zachary. Zachary, if you mess with Juliet, I will kick your balls on a loop. Na toll. So Juliet hooked up with Zachary again? She better be careful so he doesn't pull any revenge porn or something. Da oben. Können wir ein Foto von machen? Da ist doch so Mond, so mondmäßig. Gitter. Komm schon. Vortex Club actually hired DJ Doom for the party. You dance worse than my dad. Yes, but can you do? No more bottles. Okay, now that's how. Die sitzen nur Flaschen rum. Trevor too. Electric Boogaloo. I love that Trevor doesn't care how goofy he dances in the VIP section. Okay, die Musik ist ja noch am besten von allen bis jetzt. Also, das geht ja noch. I know Victoria is next on Nathan's hit list. Should I warn her? Yeah, that would be wicked. Yay, Max! I can't believe you showed up. Why didn't you tell me? We could have dressed up together. Mm-hmm. As you can tell by my outfit, I was in a hurry. Dana, have you seen Nathan around? Hell no, I've been dancing with Trevor. Come on and dance with us. Look at Trevor trying to bust a move. How's the end of the world going? Great! This has been the worst fucking week of my life, so I needed to act like a carefree student tonight. For Kate. I hear you, Dana. But I want you to avoid Nathan if you see him, okay? I will if I want to have fun. I still feel sorry for him. He needs help, but not from his family. The Vortex Club is also enabling him. I know. Juliet wrote a story describing it like a cult, and I'm starting to think she was right. It's not fun anymore. Sounds like you're ready for a change. I don't need any club to be cool or have friends. Look at you. Plus, I like hanging with Trevor and his skater friends. No drama. That sounds like a plan, Dana. I'm glad Trevor is with you tonight. Thanks. The boy cannot dance, though. Look at that. Did you hear something? I'm trying not to. Na, der tanzt nicht besser als ich.
sunshine for everyone, but as far as I can remember, we've been migratory animals living under changing weather.